Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odin mal einkaufen. Es ist nicht viel, wirklich nicht viel, weil ich spare ja gerade und Geld ist nicht so da, dann kann man auch nicht so viel kaufen, logischerweise. Ich habe halt nur ein paar wichtige Sachen geholt. Fangen wir erstmal mit den großen Sachen an hier. Da war immer bei Penny einkaufen. Momentan. Gesundheit. Und bei Penny gerade Aktion ist, wenn du da halt einkaufst, kriegst du halt Punkte. Und die Punkte kannst du dann einlösen. Da haben wir uns, habe ich schon mal ein Video gemacht, so einen Rollrucksack geholt. Für 9,99 €. Kann man hier oben aufmachen, rollen. Dann ist er noch ein Stück größer. Innen drin ist ein Fach. Hier an der Seite hast du Fächer, wo du hier Wasser drin machen kannst oder eine Büchse. Hier vorne hast du ein Fach, innen drin ist ein Fach, ein bisschen gepolstert, auch so ein kleineres Fach, wo du einen kleinen Laptop drin schieben kannst und so. Ja, Tiggerchen. Na, warte mal, das machen wir mal hier zu der Seite. So. Mist. Dann so eine Umhängetasche, so eine kleine. Da passt Handy, Portemonnaie. Ja, und dann hast du hier vorne halt noch ein kleines Fach für Eintrittskarten oder wenn man was man halt mal schneller braucht oder so. Ja, wenn man halt nicht so viel mitschleppt und Bauchtasche halt drum oder so ein bisschen doof ist. Dann habe ich Wilkinson Hydro 5 gekauft. Ich hoffe, ihr könnt den vernünftig nicht erkennen. Ich habe schon mal aufgemacht, weil ich neugierig war, wie er aussieht. Das ist der hier. Ich hoffe, ihr könnt das vernünftig erkennen. Ich sehe ihn heute mal auf dem kleinen Bildschirm. Und dazu halt Wilkinson Hydro 5 Klingen. Warum habe ich das gekauft? Ich brauchte sowieso wieder neue Klingen. Ich habe einen Wilkinson. Ist das ein Hydro? Könnte so ja auch ein Hydro sein, was ich habe. Bin mir da jetzt nicht sicher. Ich habe mehrere Rasierer. Und die waren halt runtergesetzt, die Klingen. Und deswegen habe ich die geholt. Ich wollte eigentlich nur ein Viererpack oder eigentlich wollte ich einen Achterpack. Achter hatten sie nicht. Ich dachte, nimmst du erstmal einen Vierer. Und dann habe ich in der Rossmann-App nachgeguckt und wenn man halt mindestens 6 nimmt, gibt keine 6er-Packung, dann habe ich hier eine 12er-Packung genommen. Also ob ich die jetzt die 4er hole und nächsten, oder ja, die halten ewig, irgendwann in einem halben Jahr nochmal Klingen hole, habe ich gedacht, naja, nimmst du jetzt gleich einen 12er-Pack, weil der ist dann gratis gewesen. Die brauchte ich nicht bezahlen, der kostet auch knapp 10 Euro. Also die waren runtergesetzt und dann hier der gratis. Mal gedacht, naja, Klingen brauchst du sowieso. Hast du nochmal einen neuen Rasierer? Passt ja auch. Bei der Rossmann-App haben sie auch andere Sachen gehabt. Was war das? 2 Frosch-Nachfüllpacks und krieg so eine Froschflasche befüllt gratis dazu. Und ab einem bestimmten Wert war auch, glaube ich, irgendwie Haargel. Brauche ich nicht. Und was war noch? Auch einige Sachen haben die da gerade in der App Rabattaktion. Die haben sowieso immer Rabattaktionen, da was runtergesetzt ist, aber halt jetzt auch halt, wenn kaufe das und du kriegst was gratis oder kauf 2 und du kriegst eins gratis oder so. Und ja, da habe ich dann mich dran gehalten. Und dann habe ich bei Amazon bestellt 2 Sachen. Die sind eben erst auch gekommen. Sind auch eigentlich Sachen, die wichtig sind, die ich brauche. Neues Panzerglas. Weil mein Handy ist mir beim Aussteigen auf die Steine gefallen. Also ich bin aus dem Auto ausgestiegen und dann ist mir beim Aussteigen aus der Hand gerutscht und ungünstig auf die Steine gefallen. Das sitzt hier und hier und hier richtig eingeplatzt ist an der Seite, das Glas. Und halt auch unten ein Riss und oben ein Riss und ja, und hier halt auch so ein kleiner, also der von hier auf der Seite ist
kleiner, aber die sind halt ziemlich groß und gehen bis fast in die Mitte vom Display. Und breit, also dass man halt wirklich so Spider-App-mäßig, dass man halt nicht so wirklich bestimmte Sachen mehr erkennen konnte. Deswegen werde ich nachher auch gleich rauf machen. So. Und dann nochmal was fürs Handy. Die gleiche Hülle, die ich habe. Okay. Normalerweise war da doch eine Hülle. Nochmal. Weil meine Hülle durchs Runterfallen oder mehrmals Runterfallen auch im mittleren Schaft gezogen wurde. Und zwar habe ich mir diese geholt. Wieder. Ja, ich hatte ja schon mal mit dem großen Ring, die habe ich ja damals zurückgeschickt. Und dann habe ich mir die nochmal geholt mit dem kleinen. Ja, dass man das dann ausklappen kann, kann man es hinstellen. Das ist bei meinem zum Beispiel schon total locker. Das ja, geht von in der Tasche stecken. Also wenn ich es nicht von innen mache, sondern das, ich mache ja meistens, dass das Display innen drin ist, damit es halt, wenn von außen ein Schlag kommt oder so, nicht auf dem Display landet oder so. Wenn man irgendwo hinkommt oder so. Aber wenn das dann gerade so ist, dann bleibt das irgendwann stecken. Und hier unten ist bei mir weggeplatzt alles, also praktisch von hier bis hier außen. Also das Gummi ist noch da, aber der Plaster und das hält dann halt nicht mehr. Hier war nur ein Stück weg, also nur wirklich die Ecke hier unten. Und hier oben war so, hier so, warte, wo war das? Hier hat so ein Streifen gefehlt. Also nicht die Ecke, nur so ein Teil der Ecke hier oben. Und dann hier so ein Streifen. Und das ist halt hier mal so ziemlich spitz, wenn man da rankommt. Habe ich mir schon immer fast geschnitten und deswegen habe ich mir halt auch eine neue Hülle gegönnt. Hülle 799 oder war das Panzerglas 799? Panzerglas war 799, Hülle 999. Ich werde es euch auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinken. Gibt es auch von anderen Anbietern genau die gleiche Hülle für 999. Und ich habe die gleiche genommen, die ich schon dran habe, weil ich mit der eigentlich zufrieden bin. Weil die Hülle kann ja nichts dafür, dass es mir runtergefallen ist und irgendwann mal bricht es dann auch. Und dafür ist es ja da. Das ist halt die ist halt hier Gummi und dann halt so ein bisschen Plaste und dann hier so auch nochmal so Gummielemente, das ist halt, dass es halt federn soll. Und hat auch wirklich gut gehalten. Wie gesagt, sie ist ja noch dran. Bloß halt hier ist scharfkantig, hier unten. Und hier, in der Hütte, ist hier ein bisschen relativ locker. Es hält noch, aber es sind halt mehrere scharfe Ecken. Tigger! Der sieht ja irgendeine Fliege oder irgendwas. Und die ist dann oben an der Wand und dann jault er, weil er nicht rankommt. In der Hoffnung, dass die Fliege sagt, ach, du jaulst, dann komme ich mal runter. Dann habe ich noch was geschenkt bekommen. Da habe ich auch schon ein Video gemacht. Also nicht selber gekauft. Den Astrobot Controller. Dankeschön an die Person, die mir den geschenkt hat nochmal. Ich möchte halt nicht genannt werden. Und jetzt kann ich euch auch was zu dem Controller sagen, weil beim Unboxing wusste ich es ja noch nicht. Ich habe ihn jetzt getestet, während ich Astrobots gespielt habe die letzten Tage. Und habe immer geguckt jetzt, wie meine Streamingzeit ist, weil ich habe die PlayStation angemacht vor dem Streaming mit dem alten Controller und zum Streaming, wo ich den Stream angemacht habe, habe ich den Astrobot Controller angemacht. Und gestern ist er dann endlich mal ausgegangen. Endlich mal, ja. Nach 3 oder 4 Streams habt ihr denn jetzt die Zeit zusammengezählt und ich bin grob bei etwa 12 Stunden Akkulaufzeit. Die hatte gestern ist er ausgegangen, vorgestern, wo ich ihn angemacht habe, oder wo ich, vorgestern, war er auf einem Strich vom Akku, habe ihn vorgestern dann abends angemacht zum Zocken, da hat er dann wieder 2 Striche gehabt und hat komplett die 2,5, 3 Stunden, und ich weiß es jetzt nicht mehr genau, durchgehalten und gestern auch nochmal 2,5 Stunden in etwa. Doch, 2,5 Stunden waren das, oder 2 Stunden 35. Weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Und dann habe ich mir die ganzen Streams während des Streams gestern nochmal angeguckt, von der Zeit her. Und
habe das dann zusammengerechnet und ich bin bei 12 Stunden gelandet. Akkulaufzeit. Also sagen wir mal, plus gestern habe ich, war ich eine Weile oben, weil die kleine Sehnsucht nach Papa hatte und erwähnt hatte, musste ich kurz hoch oder eine Weile hoch. Kann auch 11 Stunden sein, aber sagen wir mal zwischen 11 und 12 Stunden Akkulaufzeit. Der Standard weiße Controller, den ich damals bei der PlayStation 5 dazu hatte, der ist ja jetzt mittlerweile auch schon in die Jahre gekommen. Wie lange ist jetzt draußen? 5 Jahre, glaube ich, ist die PS5 draußen. Der hält, wenn ich den komplett auflade, komplett voll mache, vom Akku nehme, PlayStation ist schon an oder ich schalte die PlayStation erst an, hält der 3, 4 Stunden, wenn er, je nachdem, wenn er nicht so viel beansprucht wird, also ein ruhiges Spiel ist, wo man halt nur ein bisschen nicht so viele Knöpfe drücken muss oder was weiß ich, es geht wohl alles auch auf Akku, die Aktion, dann kann es schon mal halt sein, dass er knapp 5 Stunden hält, aber drüber auf keinen Fall. Der hält keine, nicht mehr über 5 Stunden durch. Der ist ruckzuck, ist der leer. Den kann ich praktisch, ich mache eine Session, mache den an zum Zocken abends im Stream. Dann hält er für einen Stream und geht zum Ende des Streams, sagt er, hey, oder geht aus. Oder manchmal schon vor dem Ende des Streams. Ja, das ist halt sehr, sehr doof, wenn man das mal so sagen darf. Ja, das war's. Achso, dann habe ich noch Astrobot das Spiel und die, dann eigentlich nur das Spiel. Und da hatte ich mir aber noch, hatte ich noch 6 € auf meinem PSN-Konto drauf und hatte noch PlayStation Stars-Punkte und habe die auch nochmal umgewandelt in ein 5-Euro-Guthaben, dass ich dann auf 11 € ein paar zerquetscht gekommen bin im PSN. Und da habe ich mir doch noch entschieden, dass ich dann doch noch die Erweiterung zu Deluxe Edition von Astrobots hole. Da kriegst du halt ein paar Skins und für einen Skin für den Controller und Kladderadatsch und Avatare. Aber ich habe meinen Avatar seit Jahren, den Odin-Avatar, und der bleibt doch drinne. Und dann habe ich mir geholt noch, kann ich euch nicht zeigen, weil ich habe es nur im PSN geholt. Es gibt eine, also Lollipop Chainsaw Repop. Habe ich auch angezockt gemacht, wenn ich dran denke, werde ich euch in die Infokarte verlinken. Da gibt es so eine physische Version, das ist ein Japan-Import oder glaube ich ein UK-Import, gibt es ja auch, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, auf jeden Fall Japan-Import. Aber dafür mehr Geld bezahlen wollte ich jetzt nicht, weil die hatten es noch im Angebot, wenn man es vorbestellt. Also praktisch vor dem Release-Tag. Release war, glaube ich, 14. um 9 Uhr. Und wenn man halt da bis zum offiziellen Release, also vor 9 Uhr, das bezahlt hat, ich habe es am Vortag dann gemacht, abends, stand dann halt auch da, in 8 Stunden kann ich spielen und so, weil man kann es ja dann schon runterladen und teilweise und dann steht dann da, wenn man startet, geht nicht, ja, 8 Stunden warten noch. Habe ich anstatt 44,99 oder so, habe ich nur 40 bezahlt. Für Lollipop Chainsaw. Und es macht Spaß, es ist ein schönes Spiel. Wie gesagt, ich werde es euch mal, wenn ich dran denke, verlinken. Ich hätte mir erhofft, dass sie ein bisschen mehr dran ändern, aber nachdem, also beim Spielen, beim ersten Mal ist mir nicht so viel aufgefallen, also nur lapidar. Und dann habe ich mir das alles nochmal so Revue passieren lassen und dann ist mir doch einiges aufgefallen, was doch besser aussieht. Also es hätten wir wirklich nur hochgerendert in 4K von der PS3-Version. Aber es macht halt immer noch Spaß, Steuerung ist angepasst und so. Das werden wir dann als nächstes, wenn wir Astrobots fertig haben, let's playen. So, aber ich jetzt hier noch weiter um den heißen Brei rede. Wir sind jetzt fertig. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.